betreiben. Herzlich willkommen, Johannes. Nein, doch, ja, hallo, schön. Kleinen Moment noch. So. Er will nicht. Ja, sorry. Ich weiß nicht. Ich drücke und drücke und er will nicht. Ach so, ja. Okay, ja, cool, geht los. Hallo und danke für die Einladung. Ich wurde gebeten, heute über Nazis im Netz zu referieren. Normalerweise mache ich das von einem anderen Publikum und da fange ich in der Regel mit so einem Bild an. Das kann ich mir hier sparen. Ich habe es aber trotzdem mit reingenommen, weil das ja eigentlich hauptsächlich ausdrückt, dass es immer so eine Leerstelle gibt vom Verständnis davon, wie funktioniert das eigentlich im Netz oder wie funktioniert das Netz generell. Aber für das Thema, über das ich heute referiere, ist es dann trotzdem wieder passend, weil Rechtsextremismus, Antisemitismus, Verschwörungstheorien spielt in der Regel leider immer eine viel zu geringe Rolle, wenn es darum geht, so wie gehen wir mit dem Netz um, was passiert im Internet. Denn man muss es eben feststellen, das Internet ist für den Rechtsextremismus das Propagandamedium Nummer eins. Und genau, da ich leider nur eine Viertelstunde habe, kann ich nur einen kleinen Ausschnitt zeigen, was es so gibt, damit ihr aber trotzdem so ein grobes Bild davon habt, was da alles passieren kann, habe ich dieses Bild mitgebracht, damit ihr halt sehen könnt, rechtsextreme Angebote, vor allem in sozialen Netzwerken, also weil wenn ich heute über Rechtsextremismus im Netz rede, dann geht es eben primär um Rechtsextremismus in sozialen Netzwerken, weil diese ganzen anderen Angebote, irgendwelche Shops oder dass man halt rechtsextreme Musik bekommt, dass es rechtsextreme Wikis gibt, etc. pp. Ich glaube, das ist überflüssig, das heute noch zu erwähnen. Und deswegen fokussieren wir uns eben auf soziale Netzwerke, beziehungsweise in dem Fall dann eben primär Facebook, weil das die größte Plattform hier in Deutschland ist. Rechtsextreme Angebote in sozialen Netzwerken bewegen sich also immer in dem Dreieck zwischen Mobilisierung, Propaganda und Rekrutierung beziehungsweise Einschüchterung. Und wenn wir uns dann zum Beispiel anschauen, wie erfolgreich verschiedene Parteien auf Facebook sind, also erfolgreich heißt, wie viele Likes haben die, das hier sind jetzt Zahlen von einem knappen Monat, dann sehen wir, dass die NPD direkt hinter der AfD auf Platz 2 steht und erst etwas weiter unten kommen dann zum Beispiel CDU, SPD, Grüne, FDP haben wir jetzt mal drinnen gelassen, ja, nur damit ihr so ein Bild habt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann es überhaupt sein, dass die NPD auf Facebook so erfolgreich ist? Dazu habe ich mal so ein Bild mitgebracht, was wir aus unserem Monitoring, was wir im Projekt haben, beobachtet haben. Da seht ihr, die gelbe Linie ist die NPD, das ist die Entwicklung der Like-Zahlen über den Jahresverlauf hinweg. Da sieht man diese Zahlen entwickeln sich relativ natürlich, also kann man eben davon ausgehen, dass diese Likes nicht gekauft sind, sondern dass das tatsächlich echte Likes sind. Und hier ist der Unterschied noch nicht so krass zu sehen zwischen den einzelnen Parteien. Wir haben jetzt hier als Beispiel nur mal noch die CDU und die SPD und dann natürlich auch die AfD als Vergleich mitgenommen. Wenn wir uns aber angucken, wie es quasi bei der Interaktion aussieht, also wie viele Likes und Shares und Comments gibt es eben auf der NPD-Seite, dann sehen wir, dass es halt drastisch nach oben geht und sich halt ganz nah an die 2 Millionen bewegt. Und das ist quasi auch schon das Geheimnis, weil im Vergleich dazu jetzt bei der grünen und bei der roten Linie, das ist halt, das sind ja dann die etwas etablierteren Parteien, CDU und SPD, da sehen wir, da passiert relativ wenig, vor allem im Vergleich zu AfD oder auch NPD. Und das liegt eben vor allen Dingen daran, dass die NPD ein sehr, sehr breites Angebot, zumindest auf Facebook und auch auf YouTube, zur Verfügung stellt, mit dem sie eben über verschiedene Satellitenseiten versuchen, ja, verschiedenste Nutzer anzusprechen. Eines der bekanntesten Beispiele dafür ist die Seite Deutschland gegen Kindesmissbrauch. Also vielleicht kennt ihr ja auch ein paar. Die machen auch regelmäßig so Events, wo sie dann irgendwie sagen, hier 1 Million Stimmen gegen Kindesmissbrauch, sei du auch dabei. Und das erreicht dann auch mal locker 4 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Und ja, diese Leute versucht man dann eben
auf diese Seite zu locken, und auf dieser Seite wiederum wird dann eben Werbung gemacht für die NPD, das sei halt die einzige Partei, die sich überhaupt gegen Kindesmissbrauch einsetze, und das ist ja ein sehr emotionales Thema, niemand ist für Kindesmissbrauch, jeder ist dagegen, das heißt, man kann automatisch Zustimmung generieren, und durch diesen sehr emotionalen Zugang versucht man eben dann, Leute abzugreifen, um sie auf die NPD-Seite zu locken und da dann natürlich sie letztendlich aus dem Netz dann irgendwie auf die Straße zu bekommen oder dazu zu bewegen, dass sie der Partei beitreten und zu anderen Veranstaltungen gehen. Das ist jetzt aber nur eine Kampagne von vielen, aber es ist leider so ein trauriger Dauerbrenner. Ein etwas aktuelleres Beispiel, das sind diese ganzen Seiten, die sich eben ja, gegen Flüchtlingsheime und Geflüchtete richten. Da können wir allerdings sehen, diese Seite hat nicht sehr, sehr viele Likes, aber das gehört eben auch mit zur Strategie. Also wir haben zu Hochzeiten, das fing ja im Sommer 2013 etwa an, und die heiße Phase war so bis zum Frühling 2014, wo es unglaublich viele dieser Seiten gab, wo einfach dann, ja, gegen Geflüchtete und gegen Flüchtlingsheime gehetzt wurde, und da haben wir über 50 Seiten gezählt, die halt dann immer versuchen, lokal die Leute einzubinden, um sie eben zu Protesten auf der Straße zu bewegen, und leider hat das relativ gut funktioniert, weil man eben darüber gegangen ist, dass man sagt, naja, also wir sind ja gar nicht die NPD oder wir sind auch keine Rechtsextremen, sondern wir sind eine Bürgerinitiative, und wir vertreten hier ein legitimes Ansinnen. Wir wollen nur die Ängste der örtlichen Bevölkerung irgendwie ausdrücken, und über diese Schiene hat man es dann leider geschafft, sehr, sehr viele Leute ansprechen zu können. Sehr bekannt dabei war dann auch zum Beispiel die Gruppe, also es gab nicht nur Seiten dazu auf Facebook, sondern es gab eben auch eine Gruppe, Schneeberg wehrt sich, und in dieser Gruppe konnte man eben wunderbar beobachten, wie man versucht hat, dort wirklich dann auch direkt Jugendliche abzufischen, um sie dann in andere harte rechtsextreme Gruppen einzuschleusen, und daran kann man dann eben wunderbar beobachten, was eben diese Strategie ist, wie man eben über so ein Aufhängerthema ja, versucht, die Leute einzufangen, um sie dann ja immer mehr in die rechtsextreme Ecke zu rücken. Da wird dann eben häufig mit solchen Bildern gearbeitet, die funktionieren leider dann eben auch sehr, sehr gut. Und ja, das ist dann quasi auch der Kern dieses ganzen Problems, weil ja, dadurch natürlich auch die Meinungsbildung beeinflusst wird, die komplette Stimmung wird beeinflusst, und das kann halt mit relativ wenig Aufwand einfach unglaublich viele Leute erreichen, und ja, dadurch wird es dann natürlich zu einem großen Problem. Gibt es an der Stelle schon eine Frage oder kommt das immer erst danach? Ja. Also ich halte es jetzt hier so ein bisschen durch, weil genau, ich habe ja nicht so viel Zeit. Wir können auch zwischendurch melden, wenn ihr Fragen habt, und wir kommen rum. Okay. Schön, super, keine Frage ist auch gut. genau, also so viel nur zu dem, was es quasi so im Spektrum NPD gibt. Es gibt natürlich noch ganz, ganz andere Phänomene. Ein relativ bekanntes Beispiel seit 2012, sehr aktiv im Netz, ist die Identitäre Bewegung, die vor allem mit dem Slogan 0% Rassismus, 100% Identität versucht, ja, Leute für sich zu gewinnen. Man will damit natürlich sagen, wir sind nicht rechtsextrem, und tatsächlich unterscheiden sie sich auch ganz klar von dem traditionellen Rechtsextremismus, wie man ihn zum Beispiel auch von der NPD oder so kennt. Hier sind die Feindbilder andere, das sind Feindbilder, wie man sie dann eher von Thilo Sarrazin kennt. Die Identitäre Bewegung war auch so freundlich, das selber mal schön zusammenzufassen, worum es geht, nämlich diese angeblich drohende Islamisierung Deutschlands und oder Europas, die letztendlich zu einer Selbstabschaffung führen würde, und da sind wir wieder bei Sarrazin, und das kann die Identitäre Bewegung und andere Rechtspopulisten oder neue Rechte natürlich nicht auf sich sitzen lassen, und deswegen muss man halt etwas tun. Der Unterschied bei der Sache ist halt, diese Feindbilder sind eben eher dieser sogenannten neuen Rechten zuzuordnen. Es gibt keinen Bezug mehr zum Nationalsozialismus, da grenzen die sich auch ganz klar von ab. Und der Feind ist halt neben der Islamisierung dann eine multikulturelle Gesellschaft und die 68er-Generation, die eben ihrer Meinung nach schuld an diesem ganzen Schlamassel ist.
Und bisher hat es die Identitäre Bewegung allerdings nicht geschafft, diesen Sprung aus dem Netz auf die Straße zu schaffen. Also man sieht die vereinzelt bei verschiedenen Veranstaltungen. Jetzt vorletzten Sonntag zum Beispiel in Köln waren auch einige bei diesen Hogesa-Protesten beobachtet worden. Aber ja, das ist primär erstmal ein Netzphänomen. Allerdings kann man daran die Zukunft oder die neuesten Entwicklungen rechtsextremer Propaganda sehr, sehr gut beobachten. Also wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe, noch weiter, dieses Symbol, das ist natürlich überhaupt nicht vorbelastet, weder von den Farben noch sonst was, aber jeder, der vielleicht den Film 300 gesehen hat, habt ihr den gesehen, wer hat ihn nicht gesehen, ich weiß es nicht, genau, ja, Sparta, danke, der erinnert sich vielleicht an dieses Symbol, das ist das Lambda, und sie beziehen sich damit eben auch tatsächlich genau auf diesen Film 300, denn sie sind eben in ihrem Selbstbild diese Spartaner, die gegen die Islamisierung, die drohende Islamisierung Europas eben kämpfen wollen. Und wenn sie es dann doch mal auf die Straße geschafft haben und das Ganze dann eben, bitte? Die sterben aber am Ende alle. Ja, schauen wir mal, ne? Ja, danke. Bitte? Bitte? Ja, also jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das geht jetzt nur ums Symbol. aber ja, ich glaube, die haben keine Bärte. Ja, aber tatsächlich ist es so, dass wenn sie es dann doch mal auf die Straße geschafft haben und an irgendeiner Demo teilnehmen, dann, und das halt dann nachher später im Netz wieder abfeiern, dann legen sie halt immer so Collagen aus dem 300-Comic drüber und schreiben dann halt wie die Spartaner. Weil das ist ja das, was sie machen. Daran unterscheiden sich dann zum Beispiel auch von Anders Breivik, der ja eher so dieses Selbstbild hatte, er sei ein Kreuzritter, der halt gegen die Islamisierung kämpft. Aber das sind dann immer so Identifikationspunkte, die halt für die Leute ganz wichtig sind, um eben wieder so ein heroisches Moment herstellen zu können, um mal zu sagen, hey, wir tun hier was Sinnvolles. Dass es nicht sinnvoll ist, weil das alles Hirngespinste sind, ist nochmal eine ganz andere Sache, aber damit wird eben gearbeitet. Und das ist halt nicht der einzige popkulturelle Bezug, den man da hat, sondern man findet dann halt in den Bildern auch ganz viele Bezüge zu Asterix, da taucht Bud Spencer auf, die Ewoks, es gibt Bezüge zu Avatar und alles wird halt so umgedeutet zu, naja, das sind ja immer die Befreiungskämpfe der Unterdrückten, also ne, wir sind die Gallier und die bösen Römer, das ist dann der Islam oder ja, solche Sachen, aber es funktioniert eben und es ist einfach eine völlig neue Art der Ansprache und man kann das eben auch an dem Bild, genau, da rechts sehen, wo man dann eben auch versucht mit so leicht, wie soll ich sagen, lyrischen Bezügen irgendwie dann zu sagen, naja, uns plagt das Heimweh in eigenen Städten. Das ist halt eine völlig neue Bildsprache, eine völlig neue, wenn man so will, auch Literarizität, die man da halt erkennen kann, mit der man eben versucht, jung zu sein, modern zu sein, anders zu sein. Und das jetzt quasi im Vergleich zu dem, was wir am Anfang gesehen haben mit der NPD, das ist quasi die ganze Bandbreite, zwischen der sich rechtsextreme Angebote bewegen. Jetzt ist es natürlich auch schwierig, so wenn wir halt sagen Nazis oder Rechtsextremismus, das ist ja gerade im Netz immer ein sehr fließender Übergang. Also nicht jeder, der irgendwie an Protesten gegen Flüchtlingsheime teilnimmt, ist automatisch ein Nazi, sondern das sind natürlich auch viele, viele Leute, die aus dieser sogenannten Mitte der Gesellschaft kommen. Aber das zeigt eben, wie anschlussfähig das alles ist. Auch die Angst vor einer angeblichen Islamisierung ist nichts, was man irgendwie nur im rechtsextremen Spektrum findet, sondern das ist in vielen, vielen Teilen der Gesellschaft verbreitet. Und diese Tendenz, dass man versucht, immer mehr auf diese Mitte zuzugehen, um da halt anschlussfähig zu sein, die wird halt immer stärker. Und diese Klischeebilder, die man halt sonst so im Kopf hat von Nazis, also Bomberjacke, Springerstiefel, Baseballschläger oder die etwas neuere Variante von autonomen Nationalisten, die dann eher aussehen wie Antifa-Kids, das sind halt Sachen, die wandeln sich ganz stark und es geht halt immer mehr dahin, die Mitte anzusprechen. Und mit solchen Angeboten funktioniert es eben auch leider immer besser. Ja, ich glaube, meine Zeit ist auch schon wieder rum. Und Zugabe. Ja, ich habe jetzt natürlich nicht mehr Bilder mit, aber
Ja, also es gibt natürlich noch ganz viele Dinge, über die man halt sprechen könnte. Also von diesen Reichsdeutschen, also das ist eine speziell deutsche Verschwörungstheorie, die im Netz auch sehr populär sind, die halt sagen, Deutschland existiert ja nicht, über dieses sogenannte Angry White Feuilleton, also wo diese ganzen Islamhasser aus der Ecke Political Incorrect, also PI Newsnet, halt diverseste Kommentarspalten bei Spiegel Online, ARD etc. halt fluten. All das gehört natürlich auch noch mit dazu oder eben ja, die verschiedensten Verschwörungstheorien, die natürlich auch für den Rechtsextremismus extrem anschlussfähig sind. Ich könnte da quasi 3 Stunden drüber reden, aber ich habe nur 15 Minuten. Deswegen, also ja, wenn ihr noch Fragen zu anderen Themen habt, ich bin ja noch hier und ansonsten würde ich tatsächlich jetzt erstmal schließen und danke euch fürs Zuhören.